Guten Abend, meine Damen und Herren. Vor uns liegen sieben Texte in meist freier Dichtung zur Kirchenkantate Himmelskönig sei willkommen des Weimarer Kirchenlieddichters Salomon Frank. Ich habe sie mit Bildern in einer kleinen Broschüre zusammengestellt und ich glaube, das wird auch wichtig dann für später sein, dass Sie die Broschüre auch verwenden. Im Zusammenhang mit dem Kantatentext Himmelskönig sei willkommen interessieren mich die verschiedenen Deutungen des endzeitlichen Heils von Juden und Christen. Das Bild des Himmelskönigs erfordert eine Hinterfragung der Messias-Vorstellung aus jüdischer Sicht. Nach der Shoah ist aber auch seitens der Christen eine sensible Auseinandersetzung mit dem Jesus Christus-Ereignis als personale Zusammenfassung jüdischen Lebens und Glaubens notwendig. Aufschlussreich ist der Hinweis auf Zion im ersten Text, Sie finden sie in der Broschüre, auf der Seite 1, von Salomon Frank. Der Berg Zion bekam dadurch seine besondere Bedeutung, dass König David Jerusalem zu seiner Hauptstadt, zum Mittelpunkt des Volkes Israel und seines Gottesglaubens machte. Unter Zion als Berg Gottes ist heute aber auch im Allgemeinen die ganze Stadt Jerusalem mit ihren endzeitlichen Heilsdeutungen gemeint. Später in der Diaspora dachten Juden bei dem Namen Zion an den Tempel, an ganz Jerusalem und das gesamte Volk im Land der Väter. In der christlichen Glaubenstradition ist darunter auch die Stadt des lebendigen Gottes, des himmlischen Jerusalem zu verstehen, wie man dem Paulusbrief an die Hebräer entnehmen kann. Gläubige Juden verstehen unter dem Messias den gesalbten König Israels, der in der letzten Periode der Geschichte auftreten wird, um den bevorstehenden Umbruch der Zeiten zu Gericht, Heil und Verwerfung anzukündigen und vorzubereiten. Die jüdische Messiaserwartung gründet in der biblischen Verkündigung als im Zeugnis der Geschichte Gottes in dieser Welt. Gott, der Schöpfer der Welt, wird auch ihr Ende bestimmen. Dieses Ende bedeutet aber nicht Chaos oder Vernichtung, sondern Heil für das Volk Israels und alle Völker. Die Zeit des Heils leitet dann Messias ein. Er ist der dem Volk Israel verheißene König der Endzeit. Die Aufgabe des kommenden Messias ist die völlige Durchsetzung der Gottesherrschaft, nicht nur in Israel, sondern auch unter den Völkern. Dann wird das Volk Israel erlöst aus Leiden und Bedrängnis unter den Völkern. Alle Verfolgung, Entwürdigung und Verachtung hören auf. Das Volk Israel findet zu seinem Recht in dieser Welt. Erlösung meint dabei nicht so sehr Erlösung von Sünde und Schuld, als vielmehr auch nationale Befreiung. Dann wird Frieden, Shalom, im Sinn des umfassenden Heils werden für Israel und alle Völker. Jeder jüdische Messiasanspruch wird daran gemessen, ob er solchen weltumfassenden Frieden verwirklicht. Hat er aber der Messias den Frieden Gottes herbeigeführt, ist seine Aufgabe erfüllt. Und Gott selbst wird König sein. Auf die Frage, wer und wie der Messias sein wird, gibt es in der hebräischen Bibel verschiedene Antworten. Nach dem Propheten Daniel wird ein Messias erwartet, der in siegreicher, leuchtender Glorie sein, von Gott gegebenes Königsamt antritt. Nach dem Propheten Zacharia hingegen ist der Messias König, der in niedriger Demut zu wirken beginnt. Aus der Zeit der Errichtung des zweiten Tempels stammt die Heroldsansage über einen gerechten, heilserfahrenen und armen König, der auf einem Esel reitet und nach der Vernichtung von Krieg eine internationale Friedensdiplomatie pflegen wird. Das erste Zeugnis einer umfassenden Vorstellung einer idealen David-Endzeit mit einem herrscherlichen messianischen Sohn Davids als Repräsentanten findet sich in den Psalmen Salomons. Vom Messias als Person ist der allgemeine Begriff messianische Zeit oder Endzeit zu unterscheiden. Damit ist die Endphase der Geschichte gemeint,
die als entscheidende und schwere Zeit der Krise, Läuterung und Erneuerung der kommenden Welt vorangeht. Entscheidend aus heutiger Sicht und im Schatten der geschichtlichen Erfahrung, dass die Kirche nicht mehr, wie in der Vergangenheit behauptet, die Christen glauben an Jesus als den Messias, während die Juden nicht glauben, dass mit Jesus der Messias schon gekommen ist. Nach Markus hat Jesus starke Vorbehalte gegenüber dem Messias-Titel und hatte Hoheitsbewusstsein, das nicht nur messianisch war. Der Christus-Titel, also der Gesalbte, der ihm als dem Auferstandenen und Verherrlichten gegeben wurde, ist ein Würdennamen, der trotz desselben Wortwurzel nicht mit Messias wiedergegeben werden kann. Das Jesus-Christus-Ereignis lässt sich mit den Verweisungszusammenhängen aus der jüdischen Tradition belegen. Christus lebte als gläubiger Jude im Sinne der Schekina, also der Einwohnung Gottes im Volke Israel und seinen Institutionen. Er glaubte an den Herabstieg Gottes zu seinem Volk und zu den Völkern. Christus, so in der Auslegung von Johannes, eröffnet Weg zur vollen Würdigung der vielfältigen jüdischen messianischen Hoffnungen und auch zum immanenten messianischen Teil des Christentums. Denn das Christentum ist nach Christus messianisch geblieben. Diese Vorbereitung auf das Reich Gottes ist Gottes- und menschenbezogen und emanzipiert den Kampf gegen Unterdrückung, Intoleranz, Antijudaismus, Rassismus und Antisemitismus. In ihrer messianischen Aufgabe kann die Kirche im Sinn einer Ergänzung volle Partnerin der Juden sein. Wie tief Jesus im Judentum verankert ist, lässt sich mit seiner Geburt und Erziehung als Jude und als ein Lehrer Israels und Heiler seiner Zeit nachweisen. Aber seine Bedeutung als Jude geht aus christlicher Sicht weit darüber hinaus. Damit sind die Stichworte Jesus der Prophet und auch Jesus, dem Messias Israels, verbunden. So sehr Jesus in seinem Volk wirkte, nahm er doch innerhalb dieses Volkes eine besondere Stellung ein. Sein Auftreten trägt auch oft prophetische Züge. Jesus nahm die Kritik der Propheten des Alten Testaments am eigenen Volk auf, stellte sich gegen eine zu enge Auslegung der Tora und führte sie in seinen Lehren und Handeln weiter. Indem er Vergebung der Sünden zusprach, kündete er zugleich das Kommen des Gottesreichs an. Er sammelte einen Kreis von 12 Jüngern, entsprechend den 12 Stämmen Israels, um sich und berief Menschen in seine Nachfolge. Vor allem wandte er sich den Kranken, den Armen und Außenseitern zu. Damit machte er sich bei seinen Anhängern zum lang ersehnten Messias und Retter Israels, was aber von den politischen Machthabern bekämpft wurde und mit der Kreuzigung von Jesus endete. Jesus' Leidensweg und sein Sterben am Kreuz geschahen in völliger Hingabe an den Willen Gottes, wie wir es später auch im Text noch sehen werden. Sein Weg der Niedrigkeit war bestimmt von der Liebe zu Gott und der Liebe zu den Menschen. Bei seinem Tod sprach er jüdische Gebete, die den Psalm 22 beinhalten, der von den Leiden und Hoffnungen der Gerechten spricht. Die Auferstehung Jesu, wie sie uns im Neuen Testament vorliegt, ließ seinen Anhänger glauben, dass sein Tod ein von Gott gewolltes Geschehen war, das für Israel und durch Israel für die Welt gelten sollte. Die zunächst von und für Juden verkündete Überzeugung, dass der Opfertod des Juden Jesus Gottes Heilsangebot ist, wurde für die judenchristliche Urgemeinde absolute Wahrheit. Bahnbrechend für das Christentum wurde, dass das Heilsangebot, so der Heidenapostel Paulus, auch für die Heidenvölker galt. Der Evangelist Johannes erinnert daran, wenn er bekannte, das Heil kommt von den Juden und meinte damit, dass Israel der Welt Christus geschenkt hat. Da der Kantatentext von Salomon Frank zeitlich eng mit dem Passafest der Juden und Abendmahl der Christen zur Osterzeit verbunden ist, hilft ein Vergleich von Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten.
Passon sehen wir dazu auch jetzt auf der Broschüre, die Seite 2, wurde als Feier der Erinnerung und Vergegenwärtigung des Auszuges aus Ägypten zum wichtigsten Fest Israel. Zur Feier des Passamals gehören bestimmte Segenssprüche und Gebete, die vom Auszug aus Ägypten und von der Stiftung des Passafests berichten. Weil Gott einst sein Volk befreit hat, erhofft man sich eine neue Errettung. Passa ist aber kein Sakrament für die Juden, da Brot, Wein, der geröstete Lammknochen und die anderen Elemente des Passamals nur Symbole und Zeichen von Gottes Heilshandeln verstanden und vergegenwärtigt werden. Sehen wir jetzt die Nächte beim Abendabschiedsmahl, sehen wir dazu die Broschüre 3, die Seite 3. Brach Jesus mit seinen Jüngern wie beim Passamahl das Brot und trank Wein. Beides war mit Worten der Deutung, mit Dankgebeten und Lobliedern verbunden. Entscheidend ist die Umdeutung des Passa, das bei Christen nicht nur als Abschiedsmahl von Jesus verstanden wird. Er selbst nimmt die Stelle des Passalammes ein und gibt Anteil an seinem Sterben. Als Inspirationsquelle für seine freien Dichtungen, wie wir heute gehört haben, dienten dem Protestanten Frank die Evangelien des Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die den messianischen Einzug von Jesus in Jerusalem als Glaubensberichte wiedergeben. Die genaue Lektüre des Einzugs Jesu in Jerusalem in abweichenden Interpretationen der vier Evangelisten ist für eine Deutung von Franks Dichtung besonders anregend. Gemeinsam ist in vier Evangelien das messianische Bild von Jesus, der auf dem Esel sitzen. Wir haben es hier auf der Broschüre auf der Seite 4, in Jerusalem triumphierend einzieht. Ohne diese Hinweise ist der Kantatentext von Frank mit seinen zahlreichen Bezügen und Zeichen auf die hebräische und christliche Bibel unverständlich. Ich gehe in meinen Interpretationsversuch der 7 Texte von dem Buch des Propheten Zacharia aus, da bei allen Differenzen in der Gottesfrage Juden und Christen jeden Tag Gott entgegenbeten. An jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Frank verarbeitet sehr frei und kühn in seinem ersten Text, ich beziehe mich jetzt speziell nochmal auf die Seite 5 der Broschüre, der christlichen Gemeinde, sei willkommen, Himmelskönig, jüdische Vorstellungen vom Messias und messianischen Zeiten mit dem Jesus-Christus-Ereignis bei dem Einzug von Jesus in Jerusalem am Palmsonntag. Das Kühne liegt in der radikalen Umdeutung und Loslösung des Wortes Zion aus seinem religionsgeschichtlichen Zusammenhang, denn dabei ist ursprünglich erst einmal sowohl die heilige Stadt der Könige Davids und Salomon der Juden als auch die himmlische Stadt des Vaters, Sohnes und des Heiligen Geistes der Christen gemeint. Jesus steht also in der Tradition des jüdischen und christlichen Glaubens. Ebenso erstaunlich ist bei Frank auch die Umdeutung des Wortes Herzes, wenn man bedenkt, dass Juden und Christen glauben, dass der Kopf der Sitz des Lebens und das Herz der Sitz der Intelligenz, der Erinnerung und des Gewissens sei, wie man in vielen Texten der hebräischen und christlichen Bibel nachlesen kann. Frank aber zeigt die gläubige Gemeinde seiner Zeit als Zion, wie eine sehnsüchtige Frau, die auf den Geliebten wartet, wenn man seiner poetischen Wendung »Du hast uns das Herz genommen, also gestohlen« eben entnehmen kann. Im zweiten Text, sie ist speziell dargestellt eben in der Broschüre auf der Seite 6, lässt Frank Jesus sagen, »Sieh, ich komme, im Buch ist von mir geschrieben, dein Will, mein Gott, tue ich gern.« Frank bezieht sich auf den Psalm 40, »Ich komme, in dieser Schriftrolle steht, was an mir geschehen ist.« Indem Frank Jesus mit dem Psalm
40 der hebräischen Bibel mit seiner freien Bearbeitung verbindet, weist er auf die umfassende Vorstellung einer idealen David-Endzeit mit dem herrscherlichen messianischen Sohn Davids und damit auch auf Jesus als die personale Zusammenfassung seines jüdischen Lebens und Glaubens hin, die die vielfältigen jüdischen und christlichen messianischen Hoffnungen als Zeichen wiedergeben. Frank gestaltet seine Worte als Dialog von Jesus mit Gott, dem Vater. Deinen Willen, Vater, tue ich gern, wie es in der Tora verheißen war. Sehen wir jetzt den dritten Text in der Broschüre auf der Seite 7. Hier geht es um die Menschwerdung Gottes und die Liebe zu den Menschen. Die poetische Umsetzung erinnert an den Prolog des Evangeliums von Johannes. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott. Das wahre Licht, das jeden Menschen leuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Betrachten wir jetzt den vierten Text von Frank in der Broschüre auf der Seite 7. Mit dem Einzug von Jesus in Jerusalem beginnt Frank seine Gestaltung der Passionsgeschichte. Er beschreibt die Gläubigen, die alles Irdische gut geben, um Jesus auf dem Weg ins Himmelreich zu folgen. Dann schauen wir der Blick auf die Seite 8, eben speziell zu einem fünften Text. Jesus, lasst euch wohl und weh. Frank erinnert hier an den Prozess des Pilatus gegen Jesu. Schreit die Welt nur Kreuzige. Der gläubige Christ will aber nicht, wie die Jünger Jesu, aus Angst vor der eigenen Verurteilung und dem Tod durch die Bekenntnis zu Jesus fliehen. Dann sehen wir auf die Broschüre auf der Seite 9. Hier zeigt Frank verzückte Christen, die ohne Angst mit Freude dem Opfertod Jesus entgegensehen, da sie Jesus als Verkünder der messianischen Zeit erkennen. Die Krone als eine Vision einer idealen David-Endzeit mit einem herrscherlich-messianischen Sohn Davids. Das Herz, also das reine Gewissen und die Seele finden sanfte Ruhe auf einer Weide mit Rosen ohne Dornen bedeckt. Die Verbindung von Gewissen und Seele weist wieder auf die jüdische Tradition. So der Psalm 62, in dem David Gott als Hoffnung preist, wenn er bekennt, bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe. Von ihm kommt die Hilfe. Er ist mein Fels, meine Hilfe, meine Burg, darum werde ich nicht wanken. Im Gedanken daran sehen die Christen die himmlische Gottesstadt Jerusalem auf den Weg mit Jesus zu Gott vor sich. Besonders beeindruckend ist, wie das Ende des Kirchenkantatentextes im Zusammenhang mit der Tradition der hebräischen und christlichen Bibel im siebten Text gestaltet wird. Ich beziehe mich speziell auf die kleine Broschüre, eben auf die Seite 10. Mit Salem ist natürlich einerseits, wissen wir, Hinweis möglicherweise Jerusalem, aber in meiner Interpretation, mit Salem meint Frank Shalom, also einerseits den Frieden und das im Zusammenhang mit der messianischen jüdischen Hoffnung auf einen weltumfassenden Frieden für alle Völker und mit ihnen auch das jüdische Volk. Aus christlicher Sicht ist damit auch Ostern, die Zeit nach der Auferstehung Jesu gemeint, wie sie sich im Johannesevangelium in den Erscheinungen Jesu vor den Jüngern manifestiert. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, also nach der Auferstehung, kam Jesu, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach Auschwitz und nach dem 11. September 2001 versteht es sich von selbst, dass alle Söhne Abrahams, also Juden, Christen und Moslems, auf eine messianische Zeit warten, in der weltumfassender Friede und mit ihm Gott, der Herr König sei und über die ganze Erde sei. An jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig.
Also ganz im Sinne von Zacharias 14. Kapitel. Hören wir als eine klingende Version, als kleiner Kontrast auch zu Bach, eines kommenden, weltumfassenden Friedens von dem jüdisch-israelischen Künstler Yair Dalal und dessen Komposition für die Osloer Friedensverträge von 1993 mit dem Text, den ich gerne zitieren möchte. Meine Liebe ist für den Frieden wie ein Ozean, eine weite, umarmende Seele. Es gibt Zeiten von Ebbe und Flut, in den Tagen des Kampfes und der Trauer, zwischen Stürmen und Gewitter brechen Gefühle auf. Meine Liebe, es ist Zeit für Frieden, Inshallah. Und hören wir jetzt diese Musik in der Vision, bin ich abgestellt mit der Wüste Negev. السلام